Bei einer Wandertour in den Schweizer Bergen sorgte Schlagerstar Beatrice Egli bei ihren Followern mit ihrem enormen Proviant für Staunen. Beatrice Egli ist am Sonntag in aller Früh zu einer Bergtour aufgebrochen. Auf Instagram präsentierte die Schlagersängerin viele Eindrücke ihrer Wanderung. Ihr enormer Proviant sorgte bei den Fans für Staunen. Bern, mitten in der Urlaubssaison gönnen sich auch viele Promis in diesen Tagen eine Auszeit. Die einen verbringen ein Wochenende an der deutschen Küste, so etwa Dieter Bohlen auf Sylt oder Lena Meyer-Landrut in Warnemünde, die anderen sind sportlicher unterwegs. Kai Pflaume lässt sich auch in Kopenhagen nicht von einer ausgiebigen Joggingrunde abhalten, wie kürzlich schon in München. Beatrice Egli beim Sonntagswandern in den Bergen für große Augen sorgt aber am Sonntag vor allem Schlagersängerin Beatrice Egli. In aller Früh startete die blonde Frohnatur zu einer Wanderung in die Schweizer Berge. Morgens Dunst hat Gold im Mund, verkündete die 32-Jährige zu Beginn ihrer Wanderung in ihrer Instagram-Story mit dem Hinweis auf die Uhrzeit. 5.59 Uhr. Respekt! Schlagerstar Beatrice Egli schlägt unglaublichen Proviant auf den Gipfel, doch nicht nur Eglis enorme Energie am frühen Sonntagmorgen fällt den rund 300.000 Followern auf. Ein ganz anderes Detail sorgt bei der Sängerin selbst für Schmunzeln: ihr Proviant. Denn da hat es in sich, wie sie später mit mehreren Bildern auf Instagram zeigt. Schon am Vorabend hat der Schlagerstar drei gigantische Hefezöpfe gebacken, zu sehen ebenfalls in ihrer Story. Dazu ist auf den Bildern ein reinstes Buffet zu sehen. Gekochte Eier, Butter, Schinken, Tomaten und Gurken tischt die Sängerin bei einer Pause am Gipfelkreuz auf. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an. Sonntagsfrühstück auf dem Berg. Da hat sich das frühe Aufstehen doppelt gelohnt. Sonntagsfrühstück Minneschwitz, Minneheimat selbstgebacken, beste Aussicht, ein Beitrag geteilt von Beatrice Egli, Beatrice_Egli_offiziell, am Juli 11, 2020 um 11.18 Uhr PDT Beatrice Egli mit XXL Fressbucket beim Wandern, user ungläubig. Für dich allein? Ich glaube, besser kann man nicht frühstücken, stellt ein User fest. Schläfst du das alles selbst hinauf? Mehrere Fans wollen wissen, ob Beatrice Egli das enorme Fressbucket allein auf den Gipfel getragen hat. Für dich allein? Fragt ein anderer ungläubiger User mit einem Emoji, das große Augen macht. Beatrice Egli in den Bergen. Fans rätseln über geheimnisvolle Begleitung. Nein, nicht für sie allein, stellt die Sängerin in ihrer Story mit Herzchen-Smiley klar. Wer ist denn da noch dabei, bei dem leckeren Frühstück? Und mit wem wanderst du denn jedes Mal auf die Berge? Wollen neugierige Fans wissen. Doch wer sie auf die Bergtour begleitet hat und wer in den Genuss ihrer selbst gebracht hat.